Wer bin ich? Ich komme eigentlich vom Patentamt, bin eine Technikerin. Und wer heute früh den Talk schon gehört hat, I'm not a lawyer. Ich bin keine Rechtsanwältin oder Juristin. Wie komme ich zum Urheberrecht? Mir ist einmal beim Patentamt passiert, es kommt in die Sprechstunde jemand mit zwei unscharfen Fotos. Ich habe da zwei UFOs aufgenommen und die will ich mir patentieren lassen. Also die werde ich den jetzt wieder los, ohne ihm zu sagen, dass er ein Trottel ist. Das darf ich nicht. Habe ich etwas nachgedacht und habe dann gesagt, das fällt unter das Urheberrecht, das entsteht von alleine. Da muss er sich keine Sorgen machen, dann ist er mit seinen Fotos wieder abgezogen. Also, wer bin ich? Ich bin der Geist, der stets verneint. Der ganzen lieben Open Community erzähle ich jetzt, was sie alles nicht dürfen. Wo wir haben uns alle so lieb an Grenzen und Gesetze stößt. Zuständig für das Urheberrecht in Österreich ist das Justizministerium. Die weigern sich allerdings, Auskunft zu geben. Wenn wir vom Patentamt jemanden hingeschickt haben, nein, schickt uns die Leute nicht, wir wollen die nicht mehr, reden nicht mit denen. Ist dort ein Ein-Mann-Job im BMWIT, die wollen nicht. Also sind die uns übrig geblieben und wir mussten uns wohl oder übel nicht nur mit Patenten, Marken, Mustern, sondern auch noch mit etwas mit Urheberrecht beschäftigen. Das Urheberrecht beschäftigt sich mit allem künstlerischen, Musik, Tanz, Ballett, Pantomime, Choreografie, Filme, Fotografie, Malerei, Skulpturen, Architektur, Einrichtungsgegenstände, Webseiten, bitte nichts klauen, und Computerprogramme. Es gibt die Berner Übereinkunft, die besagt, alle, die das unterschrieben haben, müssen mindestens 50 Jahre für alle Menschen gewähren, dass das Urheberrecht dauert. Also 50 Jahre als Minimum, jeder Staat kann das aber verlängern, nach Gutdünken. In Österreich ist es so, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Also das ist ein relativ langes Recht. Schutz bekommen Sachen von den Aufgezählten, wo man eine sinnliche Wahrnehmung hat. Also keine Ideen, sondern etwas, was man lesen kann, was man hören kann. Bei den Computerprogrammen ist mit der sinnlichen Wahrnehmung ein bisschen blöd. Diese Länder haben vor einiger Zeit die Berner Übereinkunft unterschrieben gehabt. Also es gibt ganz wenige, die da rausfallen. Aber Urheberrecht ist nationales Recht. Jedes Land darf diese Mindeststandards überschreiten und sagen, wir machen das einfach länger. Eingeführt wurde es auf Anregung von Victor Hugo. Schwierig ist es, wenn ich über mein Land hinausgehe. Wenn ich hier etwas tue, was im anderen Land verboten ist, ist das vielleicht noch nicht so schlimm. Aber wenn ich irgendetwas mit dem Web mache, irgendetwas ins Internet stelle, dann falle ich sofort unter die Bedingungen des anderen Landes auch. Und das kann man den Hals brechen. Jetzt schauen wir mal, wer ist ein Urheber? Ein Urheber ist einer, der etwas geschaffen hat. Etwas Spezielles, etwas Eigentümliches steht im Gesetz. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ein Miturheber, das sind mehrere Menschen, die ein Ding miteinander geschaffen haben, das man nicht mehr so auseinanderdröseln kann. Also zum Beispiel Datenbanken. Da kann man jetzt nicht sagen, der A hat das gemacht und der B hat das gemacht. Das ist so ein Gesamtkonstrukt. Oder das Hundertwasserhaus. Da hat der Herr Hundertwasser und der Architekt, die haben das miteinander geschaffen, vor allem weil der Hundertwasser keinerlei Berechtigungen zum Hausbau gehabt hat, nicht Architekt war, keine juridischen und sonstigen Bestimmungen gekannt hat. So haben sie das miteinander gemacht. Die beiden sind Miturheber. Der Gravener, der Architekt, hat sich dann zurückgezogen, hat aber eingeklagt, dass er von allem, was im Museumsshop verkauft wird, etwas abbekommt. Er ist ja Miturheber und er hat auch Rechte darauf. Dann gibt es die Teilurheber. Teilurheber ist man dann, wenn man die Sachen getrennt verwerten kann. Also Musik. Man kann die Musik und den Text dazu getrennt verwerten, dann sind es Teilurheber. Miturheber, nur wenn es ein Ganzes ist,
was man wie beim Film auch nicht auseinanderkriegt. Das Copyright-Zeichen bewirkt nichts. Man kann es draufschreiben, das heißt, damit sagt man, mein Zeug ist Copyright und ich kontrolliere das, ob du mir das klaust. Bewirken tut es nichts, denn wenn es nicht draufschaut, ist es auch verboten, das zu klauen. In Amerika ist es sehr günstig, das überall draufzuschreiben. Die sind da ein klein wenig heiklicher. Ich würde jedem raten, wenn er unsicher ist, schreibt das drauf. Dann kann man immer sagen, das steht drauf, das müsstest du gesehen haben. Es gibt das Urheberpersönlichkeitsrecht. Was kann der Urheber? Und vor allem diese Persönlichkeitsrechte kann man nicht hergeben. Das ist so wie Vater. Ich bin Vater oder Mutter und das kann ich nicht hergeben. Ich kann mein Kind zur Adoption freigeben, aber Vater oder Mutter bin ich trotzdem. Das bleibt. So ist es beim Urheber in Europa. Das kann ich nicht hergeben, das bleibt. Ich kann Lizenzen hergeben, dass ich mich selber nicht mehr rühren kann. Aber Urheber bleibe ich trotzdem. Der Urheber hat das Recht auf Veröffentlichung. Auf die erste Inhaltsangabe. Später, wenn ein Buch erschienen ist, darf jeder eine Inhaltsangabe dazu schreiben. Dann gibt es Werkschutz. Das regelt den Zugang zu einem Werk. Also eine Firma, die das druckt oder ein Filmhersteller. Das. Also ein Werkschutz ist noch etwas anderes. Der Urheber schöpft das und der, der das Werk dann ausarbeitet, bekommt einen Werkschutz. Der Urheber kann bestimmen, wie er zu nennen ist, mit einem Pseudonym. Oft haben wir das ja auch in den CC-Lizenzen, dass da steht, das ist so und so zu benennen. Das kann er feststellen. Bei Computersachen, bei größeren Programmen, bleibt der Urheber zwar der, der den Teil geschrieben hat, aber der Dienstgeber, der das Programm dann verkauft, kann bestimmen, wie das genannt wird. Weil sonst haben wir dann 5 Programmierer für ein großes Ding, haben wir 5 Urheber und jeder will dann irgendwas anderes, das geht nicht. Also darf der Dienstgeber, die Firma sagen, so und so wird das benannt und wird unter dem Namen so und so verkauft. Irgendwo stehen dann die Urheber mit drinnen. Oder auch bei Datenbanken. Das, was ein Urheber schafft, darf nicht verändert werden, wenn es nicht irgendwo drin steht. Das ist ganz blöd, weil bei manchen Computerprogrammen, wenn der Urheber nicht mehr auffindbar gestorben, sonst was ist, dürfen die nicht verändert werden, wenn man nicht das in den Vertrag hat. Kommt aber noch. Also das sind ganz böse Sachen. Die Verwertungsrechte des Urhebers. Er darf bearbeiten, er darf sagen, wer bearbeiten darf, er darf sagen, wer verwerten darf. Er darf bestimmen, wer übersetzt. Allerdings der Übersetzer hat dann eine Art neues Urheberrecht. Er muss zwar die Genehmigung vom Ursprünglichen haben, aber auch mit der Übersetzung darf man nichts tun, weil der hat ein eigenes Urheberrecht da drauf. Also der Urheber darf sagen, wie es verwertet wird, wie es verkauft wird. Er darf sagen, ob es vermietet wird oder es gibt ein Senderecht, zum Beispiel vom ORF, das die öffentliche Wiedergabe regelt. Bei einem Bild und einer Skulptur, wenn ich die kaufe, dann gehört sie mir und dann darf ich sie vermieten. Dann kann ich einiges damit anstellen, aber nicht bei Sachen wie geistigem Eigentum, wie den Inhalt von einem Roman oder Programmen. Wenn ich eine Skulptur kaufe, kann ich die vermieten und sagen, du darfst die jetzt in deinen Foyer hineinstellen. Also dann gehört sie physisch mir. Da darf ich also deutlich mehr mit anfangen. Die Schutzdauer. Die ist ganz was Schlimmes und ärgert viele Leute und das zu Recht. Bei künstlerischen Darbietungen, also Tanzaufführung oder etwas, dauert die Schutzdauer 50 Jahre. Das gilt auch bei Abspielen von irgendwelchen Tonträgern. Bei Musik, Literatur, also Romanen,
Gedichten und Malerei. Das Kreuzl heißt, er ist tot. Dem Tod plus 70 Jahre. 70 Jahre nach dem Tod ist es in Europa einheitlich geschützt. In Amerika ist es ein bisschen anders. Die wollen das jetzt massiv verlängern. Das Recht haben sie, das nicht einheitlich mit uns zu machen. Bei Computerprogrammen, die sind Werke der Literatur, werden als Werke der Literatur unter dem Urheberrecht geschützt. Dass das nicht sinnvoll ist, da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber es ist einfach so. Das heißt, ein Computerprogramm hat noch Schutz 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Und darum wird bei manchen Programmen, die nicht mehr unterstützt werden, nichts mehr geändert, wenn man in das Urheberrecht eingreifen würde. Das sind ganz, ganz böse Sachen und oft weiß man nicht, was damit passiert. Gibt es noch irgendein Urheberrecht? Das sind so ungeklärte Sachen, wie schon der Kollege gesagt hat in der Früh von diesen Open-Source-Lizenzen. Das Schlimmste ist was Ungeklärtes. Das kann einem immer auf den Kopf fallen. Datenbanken sind komischerweise nur 15 Jahre geschützt. Aber jeder neue Eintrag in eine Datenbank startet eine neue Frist von weiteren 15 Jahren. Für die gesamte Datenbank. Ich wundere mich einerseits, wieso die Gesamtzeit so kurz ist. Andererseits ist kann ja nicht gehen, dass also zum Beispiel das Europäische Patentamt hat eine riesen Datenbank mit zig Millionen gescannten Einträgen. Das kann nicht sein, dass diese Datenbank so schnell verfällt. Andererseits, die füllen jeden Tag was hinein, also damit kann man sie einigermaßen aufrechterhalten. Rundfunksendungen. Die Sendung an sich hat 50 Jahre Schutz. Darum ist der ORF auch so und viele andere so garstig, dass kein anderer das haben darf und die Mediathek. Und ich habe jetzt gehört, das neue BVTB, also das terrestrische, die haben eine andere Codierung in Österreich und in Deutschland, angeblich. Ja, gut. Deshalb, damit man... Bitte? Sind die Deutschen schuld, die haben sich außerhalb des Standards bewegt. Das ist möglicherweise eine Frage vom Urheberrecht, dass man das gegenseitig nicht anschauen darf. Weil die... Naja, Feindpropaganda. Nein, da geht es oft um Lizenzen, dass das teurer ist, wenn das aufgeführt wird, wenn das noch mehr Länder empfangen können, ohne dass die was dafür zahlen. Ein Hauptgrund ist zum Beispiel, ORF 2 weigert sich hier zusehends in Deutschland empfangen zu werden, weil sie ja die Sendelizenzen für gewisse Sendungen, was einfach das irgendwelche amerikanischen Sendungen einkaufen etc., die sie nur in Österreich senden dürfen und nicht in Deutschland. Weil das ist ja es geht sicher auch massiv ums Urheberrecht, dass sie da eben sagen, dann haben wir einen anderen Standard und dann kauft euch das halt ein mit irgendeiner ORF-Karte oder was. Davon führen wir dann einen Teil Urheberrechtsangaben, Abgaben. Also da gehen Sachen im Hintergrund, das ist sicher mit ein Grund. Also mein Maxl da, mein Rotes, hat etwas erschaffen. Dann ist er tot. Und das ist noch 70 Jahre danach geschützt. Und dieser Raum, dieser Zeitraum, nachdem er tot ist, das ist so der kritische. Oft weiß man nicht, wem gehört das jetzt? Hat er keine Erben? Hat er nichts verfügt, dass das jetzt die Lizenz, dass das Ganze jetzt an eine Firma fällt? Und diese ungeklärten Sachen, die können einfach irgendwo auf den Kopf fallen. Darum werden auch, wie gesagt, manche Computerprogramme nicht repariert. Wenn man einfach nicht weiß, wen kann man fragen, wem kann man was zahlen. Nicht, dass man es nicht könnte, man darf nicht. Und da sind manche Leute einfach in der Schockstarre und machen nichts mehr. Die Software. Es gibt zwei Möglichkeiten, Software zu schützen. Einmal als Werke der Literatur, über das Urheberrecht, mit den 70 Jahren nach dem Tod, oder über Computer Implemented Inventions als Patente. Eine normale Software, die irgendwas verarbeitet, kann man nicht als Patent schützen. Als Patent kann man nur Sachen schützen, die eine gewisse Technizität haben. Das heißt, ich brauche dazu mal
irgendwas, was technisch ist und was ich angreifen kann. Die Benutzung eines Computers genügt nicht. Zum Beispiel, ich habe ein Auto, das hat Räder und eine Bremse. Und ich will jetzt etwas programmieren, eine Anti-Schlupfeinrichtung. Dass man das beim Anfahren, wenn ich zu schnell also aufs Gas drücke, dass man das nicht durchrutscht. Dieses Programm ist im Zusammenhang mit dem technischen Hintergrund, den ich angreifen kann, schützbar. Oder das ABS-System beim Bremsen. Das wäre schützbar, wäre über ein Patent schützbar. Die gehen maximal 20 Jahre. Patente laufen maximal 20 Jahre, sofern sie bezahlt werden. Also auch autonome Systeme, oder? Autonome Fahrsysteme, werden auch schützbar. Zum Beispiel. Werden über ein Patent schützbar, ja. Wird wahrscheinlich auch gemacht. Und Patente kann man natürlich auch lizenzieren, das ist klar. Also bei den autonomen Systemen ist ja auch viel Hardware dabei. Für Maschinenbau, für Steuerung, für alles Mögliche. Also ich würde das auch eher über Patent schützen. Nach 20 Jahren ist das sowieso Schnee von vorgestern. Also deshalb wundere ich mich auch bei den Computerprogrammen. 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers interessiert das kein Schwein mehr. Also wirklich nicht. Das sind Kochrezepte. Kochrezepte lassen sich unter Umständen patentieren. Das sind dann Chemiker zuständig, wenn das bestimmte Art der Zubereitung ist. Also nicht nur, was ich da hineingebe, sondern auch das Verfahren. Also, dass ich einen Teig auf eine bestimmte Weise, meinen Blätterteig falten oder kneten muss. Also Kochrezepte sind durchaus schützbar. Die können natürlich auch unter das Urheberrecht fallen. Also das könnte sich da auch aufspalten. Also die Schutzrechte sind, die können dann von allen Richtungen überfallen. Die Vorteile des Schöpferprinzips über das Urheberrecht, das entsteht von alleine. Ich muss das nirgends beantragen, ich muss niemandem sagen, ich will das, ich mache das, ich veröffentliche das und das habe ich. Dass ich im Beweisnotstand bin, ist eine andere Geschichte. Beim Patent habe ich einmal einen Wisch für die Anmeldung, dann wird es in die Datenbank genommen, veröffentlicht, da habe ich 1000 Beweise. Beim Urheberrecht habe ich keinen Beweis. Einfach dadurch, dass ich es gemacht habe, entsteht das Urheberrecht. Dass es als Sprachwerk geschützt wird, so ein Computerprogramm, ist irgendwie nicht stimmig. Es fehlt der Bezug zur Kunst. Ganz eindeutig. Es ist irgendwann einmal, hat es Eigendynamik bekommen, wie das weitergeht, also es wird wohl so irgendwie Hardshot bleiben. Der maschinenlesbare Object Code ist natürlich nicht sinnlich wahrnehmbar, was für die Kunstsachen gefordert ist. Und durch das Urheberrecht gewährte Schutz geht über das, was man für Computerprogramme erwarten würde und braucht, eigentlich hinaus. 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers ist völlig sinnlos. Ja. Jetzt Erneuerung, was bei Videos etc. zum Beispiel, dass jetzt europäische Werke gekennzeichnet werden müssen. Gibt es dann auch Computerprogramme oder? Videos? Keine Ahnung. Okay. Nein, glaube ich nicht. Aber bin ich überfragt. Wie gesagt, ich bin Technikerin, die da voll hineingefallen ist an manchen Sachen, rein vom Job her. Aber weiß ich leider nicht. Was noch geschützt ist bei den Computerprogrammen, ist das Erscheinungsbild, was man eben auf die Webseite oder irgendwo gibt, die Icons, die Bilder, die eingebunden sind, wie ich das Ganze nach außen darstelle. Das ist auch alles geschützt. Und wenn ich Bilder mitnehme, um mit dem Benutzer zu kommunizieren, haben die Bilder auch noch einen Urheberschutz für die Bilder extra. Die Verwertungsrechte gehören bei einem Programmierer dem Dienstgeber. Dem Dienstgeber steht das Werknutzungsrecht zu, er darf aber an sich das Ding nicht verändern. Keine Zusätze, nichts weglassen, nichts reparieren, gar nichts.
Mit Datenbanken, da ist nicht der Inhalt geschützt, sondern die Datenbankstruktur. Wie wird es aufgeteilt, wie wird es arrangiert? Ist es ein Telefonbuch, dann ist es nicht geschützt. Aber wird es nach bestimmten Kriterien sortiert, ist da viel Arbeit drin in der Analyse der Struktur, dann ist es ein Datenbankwerk und ist 15 Jahre geschützt und bei jedem neuen Eintrag läuft die Frist neu. Also gibt es diese Datenbankdesigner, die dann hinten noch einen Thesaurus machen und. Bei Fotos, die man einbindet, auch in Datenbanken, muss man aufpassen. Jetzt würde ich jedem, der programmiert, außer in seiner eigenen Firma, angestellt oder Freelancer, Folgendes sagen. Es muss ein Vertrag her. In dem Vertrag muss stehen, dass der Dienstgeber die Werknutzungsrechte hat. Die hat er von Gesetzen her. Also mancher Programmierer, der dann sagt, ich lösche die Festplatte und nehme das mit. Nein, damit macht er sich massiv strafbar. Aber ich würde es reinschreiben. Auch ein freier Mitarbeiter ist... Darf ich eine Frage stellen? Ja? Das ist nämlich, ich habe einige Verträge auch unterschrieben, wo das eigentlich falsch drin steht im Vertrag. Was steht falsch drin? Es steht drinnen, dass die alle Rechte dem Unternehmer gehören. Aber das kann er gar nicht machen. Die Verwertungsrechte. Nein, das steht eben nicht drin, sondern die Urheberrechte. Nein, das Urheberrecht kann man nicht abtreten. Es ist falsch. Es ist alles ungültig. Ui, ui, ui. Ich kann es nicht so besonders gut mit den Juristen. Es gibt, ich hab tausende Seiten gelesen, wo sich Juristen darüber streiten, ob das jetzt ein Beistrich oder ein Strichpunkt sein muss. Das hängt davon ab, welche Juristen streiten, ob das jetzt alles ungültig ist. Das Urheberrecht kann man in Amerika abtreten, in Europa nicht. Es müsste Verwertungsrechte heißen. Ob das einklagbar ist, weiß ich nicht. Also ich hätte da Bauchweh und würde den Dienstgeber mal darauf hinweisen. Weiß ich nicht. Es ist jedenfalls nicht korrekt, weil das Urheberrecht kann man nicht abtreten, so wie Vater bin ich aus. Rest kann ich abtreten, aber nicht das. Dann sollte reingeschrieben werden, was passiert, wenn der Urheber stirbt, verschwindet, die Firma pleite macht. Wer kriegt diese Verwertungsrechte? Da kann man nämlich sehr wohl sagen, wer die bekommt. Die Urheberrechte können die Erben bekommen. Kann für eine Firma tödlich sein. Wenn die Erben dann sagen, ja, gehört mir, kannst nicht weiter verwenden. Also ich würde in einen Vertrag reinschreiben, was passiert, wenn ich sterbe? Und. Der Auftraggeber, der kann weder vermieten noch seine Programme verkaufen, noch verändern, wenn das nicht im Vertrag geregelt ist. Da würde ich genau drauf schauen, dass ich das regle. Dann kann nichts passieren. Und Juristen kommen auf alle möglichen Ideen, das gehört rein. Und wie gesagt, sie haben völlig recht, das Urheberrecht. Kann man nicht abtreten, muss Werknutzungsrecht heißen. Ja. Frage dazu. Zu Beginn wurde ja erwähnt, eine Struktur kann ich vermieten und eben ein Programm. Wenn ein Programm, da kann ich Nutzungsrechte lizenzieren. Kann ich irgendwie sagen, hoppala, ich baue das Programm einweg auf einen speziellen Laptop in eine spezielle Hardware und vermiete diese Hardware? Hui, da bin ich überfragt. Also die Skulptur gehört mir, die kann ich vermieten. Das Programm wird ja meistens lizenziert. Also Microsoft irgendwas wird lizenziert für 50 Plätze an die Firma XY. Ja, aber die 50 Plätze, die habe ich dann, weil irgendwie ich habe 50 Laptops oder sind auch Leute. Kann ich auch ohne... Ich gebe die Kopie nicht her, ich gebe es für ein Stück Kabel, ja, oder sind halt auch Leute. Das kann man das Urheberrecht aber nicht umgehen, aber machen wir mal weiter. Das ist... Also ich würde mir, wenn ich als Urheber, wenn ich so Programmierer bin, würde ich mir ab und zu was ausdrucken und bestätigen lassen, dass ich das gemacht habe. Außer ich trete meine Verwertungsrechte für immer ab. Dann darf ich es aber später nicht mehr verwenden. Wenn man Freelancer ist, will man das vielleicht nicht. Dann wäre es günstig, man druckt das einmal aus, unterschreibt sich das, gibt es in ein Kuvert und schickt sich das selber und schaut, dass ein Poststempel drauf ist. Gibt eine Kopie dazu und hat es dann für einen Richter, wenn man mal beweisen muss, dass man der Urheber ist.
Und dann muss man aufpassen, wenn man eigene Patente hat. Ich habe gehört, die IBM sagt, sie will alle Patente haben. Also wenn jemand eintritt, muss er alle Patente an die IBM abtreten oder sie muss sie zumindest vorher sagen. Also dass man eigene Patente abtreten muss, das, die man vorher schon hatte, geht nicht. Wenn man die mit in die Firma einbringt und mitverwenden will, sollte man das unbedingt ganz genau in einen Vertrag machen, was da zu tun ist. Das kann auch ganz böse ausgehen. Also wie schon vorher gesagt, das Schlimmste sind ungeklärte Rechte. Wenn einer verschwindet, wenn einer nicht mehr mag, wenn eine Firma pleite geht, geht das mit der Firma unter, geht das zurück an die Urheber, geht das an die Erben, sollte man alles irgendwie klären. Ja? Bei der Abtretung der Nutzungsrechte, also wenn in einer Firma Programmierer arbeiten, ja, entwickeln Software, wenn es vertraglich geregelt ist, dass die Nutzungsrechte der Firma zur Verfügung gestellt werden, was es Sinn macht? Die gehen automatisch. Automatisch, genau. Aber die ausschließlichen, darum geht's. Urheberrechte bleiben beim Programmierer für immer. Ja? Bis zum Tod und die gewisse Zeit. Ja. Ich würde also mir genau überlegen, ob ich die Nutzungsrechte für ewige Zeiten abtrete oder nicht. Das muss man sich selber überlegen. Bei der IBM, die kassiert angeblich alles ein, hat der Martin Leirer gesagt. Also der ist bei der IBM beschäftigt und mir ist ganz schlecht geworden, was der gesagt hat. Die Frage wäre gewesen, wenn man so regelt, dass nach dem Tod des Programmierers die Rechte, die Urheberrechte abgegeben oder übertragen werden, ist eine Firma eine juristische Person, an die man das übertragen kann oder muss das eine natürliche Person sein? Also das Urheberrecht an sich gehört nur einer natürlichen Person. Nach dem Tod kann es auch auf eine juridische Person übergehen. Also im Prinzip, normalerweise kriegen das dann die Kinder. Also wenn ich ein Gemälde habe oder Skulpturen gemacht habe, können die Kinder dann noch was davon abschöpfen. Bei den Computerprogrammen ist es eben schwieriger und ich würde sehr, sehr genau schauen, was in den Verträgen drinsteht. Nicht, dass ich mich dann selbst knebel, besonders als Freelancer. Ich würde sagen, du kannst das zwar immer verwenden, aber es gehört trotzdem mir und ich will es auch verwenden. Oh, nein, das war zu viel. Das Leistungsschutzrecht gilt für ausübende Leute. Wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten. Das Leistungsschutzrecht gilt zum Beispiel für Schauspieler, ausübende Künstler, Tänzer, die nicht was selber geschaffen haben, aber das irgendwie interpretieren müssen. Sänger. Dann gibt es Rechte für Leistungsschutzrechte für Hersteller und Produzenten. Also einer, der die CDs herstellt mit einer Aufnahme vom Karajan und dem XY-Orchester, Filmhersteller, auch Datenbankhersteller, das sind alles so riesige Sachen, die haben ja nicht das Urheberrecht, die haben ja nichts sozusagen erfunden oder geschaffen, aber sie haben sehr, sehr viel Geld in Strukturen hineingesteckt und die haben dann ein Leistungsschutzrecht. Sendeunternehmen wie der ORF, da geht es auch um viel Geld. Die Leistungsschutzrechte gehen meistens 50 Jahre, bis irgendetwas frei wird. Kein Recht hat der Kabelbetreiber. Der stellt nur Leitungen oder vielleicht irgendwann einmal Glasfaser zur Verfügung. In Österreich bezweifle ich das. Der hat also keinerlei Leistung, kann also nicht Leistungsschutzrecht oder so etwas beanspruchen. Was frei ist, sind Gesetze, Verordnungen und auch Patentschriften. Der Inhalt der Patentschrift, also nicht der Inhalt vom Text, sondern das, was da drin steht, vielleicht einen Schutz, noch einen Patentschutz haben kann, das ist eine andere Geschichte. Die Texte sind frei, fallen nicht unter das Urheberrecht. Und alles, was so zum amtlichen Gebrauch ist. Amtliche Gutachten. Nicht frei sind technische Zeichnungen, auch die technischen Zeichnungen in Patenten. Es ist irgendwie witzig, dass das auseinanderfällt. Auch Architektenzeichnungen, sowas darf man um Himmels Willen nicht irgendwo verwenden, ohne Genehmigung vom Urheber. Landkarten, da sind schon viele Leute völlig eingefahren. Google auch nicht, darf man nur verlinken. Landkartenhersteller, da gibt es Verordnungen. Da steht im Urheberrecht in Österreich,
nicht frei technische Zeichnungen vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen hergestellte Landkartenwerke. Auch Freitag und Bernd. Nichts kopieren und sagen, so findet ihr uns. Die habe ich jetzt hergestellt, ich habe im Photoshop das drunter gelegt, die Ebene drüber nachgezeichnet, die Ebene drunter weggelegt. Also ja, nicht verwenden, bei Google nur Links setzen, das ist alles ganz schwer strafbar. Dann der Schutz, das muss man beweisen können, dass man irgendetwas geschaffen hat. Bei Romanen oder Programmen ist das unter Umständen schwierig. Wie gesagt, einmal ausdrucken, bei Romanen vielleicht mit handschriftlichen Sachen an sich selber schicken, vielleicht doppelt und noch bei einem Freund aufbewahren, dass man das beweisen kann, der Richter darf es öffnen. Es gibt www.urheberrechtsregister, wieso tut der das jetzt nicht? So macht man der die nicht auf. Hilfe. Hilfe kommt, super, danke. Warum macht er mir die Links nicht auf? Okay, bleibst du einen Moment da. Ja. Das ist die Website, ich habe sie absichtlich nicht eingebunden. Nicht ganz? Nein? Oh. Wo ist die Maus? Ja, weil man es nicht vorher ausprobiert hat. Also. Ja. Nicht ganz. Ja, gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie ich dann zurückkomme. Es gibt also so Webseiten, ganz amtlich urheberrechtsregister.de. Da steht dann, wir verwahren Ihr Werk für 10 Jahre. Also 10 Jahre wollen die mich frotzeln. Damit kann ich dann im Zweifelsfall gar nichts beweisen. Wenn Sie es auf eine Datenbank stellen, ist die sicher, klaut das keiner, klaut mir keiner den Roman. Wenn ich es schon hinterlege, bevor ich es noch veröffentlicht habe, damit ich es später beweisen kann, dass ich noch am Schreiben bin, ich fühle mich da gefrotzelt. So, jetzt werde ich gerne zurück in die Präsentation. Welches Programm ist die Präsentation? Das Keynote da. Ja, es ist da. Der Seite. Das ist unten, das da? Blaue. Das, ja. Jetzt die andere links, dann hier ist. Genau, dann das nächste. Genau. Und wenn man da jetzt eintragt, das Urheberrechtsregister, wenn ich mich nicht vertippt habe, .de. Genau. Da sieht man, wem gehört es? Eine Organisation Strato, wer auch immer das ist. Die, das ist eine Firma, die mir nichts garantiert, die mir keine Sicherheiten garantiert. Die hosten das nur. Die hosten das nur? Okay. Oder ist es der Kurt? Okay. Okay, ist egal. Es ist jedenfalls eine Firma, die das macht, die einfach Geld haben will. 10 Jahre ist ein Witz. Ob das sicher ist, ob denen die Daten keiner klauen kann, ob die Papier aufbewahren, ob die eine Feuerwehr haben, ich weiß es nicht. Dritter Link. Und bei Urheberrechtsregister.at, genau. Diese Domain gibt es, die ist nur irgendwie reserviert für irgendeinen Domain-Grabber. Es gibt kein offizielles Urheberrechtsregister. In Österreich haben sie es einmal versucht beim Ministerium. Das ist, glaube ich, inzwischen wieder abgedreht. Da konnte man einen Titel hinterlegen. Ja, sollen sie mich gern haben, was mache ich damit? Keinen ganzen Roman, den ich am Schreiben bin, gar nichts. Die sagen, ja, das darf man nicht und das ist mit den Briefen, das ist Urheberrecht für Arme und bla bla bla. Nicht auf sowas reinfallen, das ist nicht amtlich, wie sicher da meine Sachen sind. Ich würde das alles ignorieren und aufpassen.
Bildende Künste sind Architektensachen, Bilder und Fotos. Das ist jetzt eines von René Bury. Das findet auch, der ist vor 2 Jahren gestorben, ich habe ihn noch gesehen im Ostlicht. Das ist eine Galerie. Der hat ganz, ganz viele Bilder gemacht und man sieht die sehr oft in Zeitungen oder was abgebildet, da ist das Bild beschnitten. Das darf man nicht. Selbst wenn man es veröffentlichen darf, vor allem der Bury war ein Mitglied von Magnum, die niemals nie ein Bild beschnitten hätten. Also das dürfte man auch, mein, für edukative Zwecke darf ich es jetzt da einbinden und sagen, das ist so, aber sonst darf man das nicht. Mode fällt in dem Fall nicht unter das Urheberrecht, sondern unter das Design und ist die ersten 3 Jahre einmal so geschützt, einfach ohne Eintrag, ohne was, damit die schnelllebige Mode, dass da nicht für jedes Kleid und für jede Hose extra Anmeldung gemacht werden muss. Wenn man es länger haben will, muss man es dann beim Patentamt als Design schützen. Also Mode fällt nicht unter das Urheberrecht. Dann schauen wir wieder zur Musik. Da gibt es Teilurheber für den Text und für die Musik. Dann gibt es eventuell Senderechte extra für den Musikproduzenten, Verwertungsrechte für die CDs, die gepresst werden. Aber Text und Musik kann man einzeln verwerten, da muss man dann aufpassen. Pictures of an Exhibition, wer kennt das? Eine Musik. Eine Musik, genau. Darf man Musik bearbeiten? Das ist ein Werk ursprünglich von Mussorgsky, ein Klavierzyklus. Es gibt ungefähr 40 Bearbeitungen. Damals hat immer jeder alles bearbeitet. Die früheste Bearbeitung ist von das ist irgendwie Rimsky-Korsakow. Also die erste Bearbeitung ist Rimsky-Korsakow, die bekannteste wahrscheinlich Emerson, Lake & Palmer. Heute muss man die Genehmigung einholen. Damals wurde alles bearbeitet und kein Mensch hat sich darum geschert. Und jeder war froh, wenn man so berühmt war, dass man bearbeitet wurde. Aber heute ist es nicht wirklich gut. Gut, Pictures of an Exhibition. Das waren ja Bilder, die zum Teil im Museum gehängt sind. Also ich gehe jetzt in ein Museum. Dort hängt ein Bild. Der Maler ist, ist tot. 70 Jahre danach. 71 Jahre danach gehe ich ins Museum. Ist eigentlich frei, das Bild. Museum verhängt Fotografierverbot. Museumsfotograf fotografiert das. Das gibt ein neues Urheberrecht. Das ist ein neues Kunstwerk. Und damit kann man das Urheberrecht so ad infinitum ausweiten, weil das ist Hausrecht. Die können mir das Fotografieren verbieten, aber nicht, lassen Sie mich abführen. Also das ist ein ganz mieser Trick, das Urheberrecht von manchen berühmten Sachen so ad infinitum weiter zu, also eigentlich illegal. Ja. Wie schaut es da mit dem Begriff der Werkshöhe aus? Das Fotografieren des Bildes? Da gibt es schon Entscheidungen, es gibt Gerichte, die sagen nein, aber dann haben sie wieder argumentiert, ja, das richtig auszuleuchten, das kann nur ein toller Fotograf und bla bla bla. Ich habe sie gelesen, die Sachen, also ja. Wenn ich ein altes Bild kaufe? Wenn sichergestellt ist, dass der Schöpfer mehr als 70 Jahre tot ist, können sie damit machen, was sie wollen. Zerstören, verbrennen, abfotografieren, Fotos verkaufen, alles. Völlig wurscht. Ach so, aber wenn ich nicht weiß, dann wäre ich vorsichtig. Würde ich einmal schauen, mit dem Stück an sich kann ich schon was machen, aber wenn da noch ein Urheberrecht drauf ist. Weiß ich nicht. Wäre ich vorsichtig, weil ungeklärte Sachen sind immer schlecht. Na, die Panoramafreiheit. Wenn man das Fotografierverbot pfeift, ein Foto macht und das dann nicht mehr veröffentlichen, aber dann selbst der Urheberrecht? Nein, nein, das ist frei. Wenn man ein Handyfoto macht, dann sagen sie, lassen sie das und das ist dann eh schief und egal. Aber dass ich hinkomme mit Ausleuchtung und großer Kamera und Stativ, never ever.
Nur das könnte ich ja sinnvoll verkaufen. Wenn ich dort illegal ein Handyfoto mache, das können Sie zwar sagen, ist Hausrecht, aber beim Urheberrecht geht da gar nichts. Darum machen Sie das ja. Warum ist es in Österreich und in Ungarn immer so ein roter Punkt? Also das, bei den Grünen gilt die Panoramafreiheit. Das heißt, alles, was man von der Straße ohne Hilfsmittel fotografieren kann, darf man veröffentlichen und darf man auch verwerten. Das heißt, Bilder vom Hundertwasserhaus darf ich verkaufen, solange ich kein Stativ verwende, keine Leiter, nicht vom gegenüberliegenden Haus, mich auf öffentlichem Grund befinde, dann darf ich das machen. So wie ich ein Stativ verwende, ist es schon illegal. Wenn ich eine Drohne verwende, ist es da. Oh, ganz schlimm. Außerdem kommt dann die Ausdruckkontrolle. Geht gar nicht. In den anderen Ländern ist einmal die Panoramafreiheit nicht gegeben. Da darf ich schon einmal gar nicht so frei fotografieren. Und das heißt auch hier nur Sachen, die permanent irgendwo sind. Auch eine Skulptur, die Verhüllung eines Objektes vom Christo ist nicht permanent. Das darf ich nicht verwerten. Ich darf es für mich fotografieren, ja. Aber ich darf dann keine Postkarten davon drucken und das verkaufen. Das Letzte, das muss ich jetzt noch erzählen vom Schloss Schönbrunn. Da gibt es in der Wikipedia einen gewissen Herrn Wolf. Der macht Fotos, gibt sie in die Wikipedia. Dort steht CC-Lizenz und verklagt alle Leute, die diese Lizenz nicht haarklein wiedergeben. Das Schlimme daran ist, im Schlosspark von Schönbrunn darf man nicht für Verwertungszwecke fotografieren. Er hat eine Bildagentur, da steht auch noch drin, im unteren darf nicht über Bildagenturen vertrieben werden. Also der macht sich ganz, ganz strafbar und ich würde sagen, viele Bilder, die in Wikipedia sind, sind dort illegal. Und selbst wenn sie unter irgendeiner CC-Lizenz sind, würde ich sie nicht verwenden und irgendwo einbauen, weil die Gefahr, dass das illegal da reingestellt ist, dass der Fotograf sagt, ich gebe das her, aber dass er das gar nicht dürfen hätte, die Gefahr ist relativ groß. Also macht eure Fotos selber, die ihr auf die Webseiten gibt. So, die Zeit ist abgelaufen, ich könnte noch ewig weiter schauen. Ich gebe das alles, die Slides gebe ich her. Dann machen wir Schluss, dass wir es nicht überziehen.